bevor wir jetzt da runterspringen, da links, möchte ich noch schnell anmerken, wie cool ich das finde, wie er langsam in den Hintergrund verrückt. Der wäre, das ist einfach mega gut gemacht. So richtig geil gezeichnet. Und jetzt schauen wir, was hier unten abgeht. In den Eishöhlen. Überall sieht man hier diese... Oh Gott, das Schnarchen ist ja so extrem laut. Flattern, was? Um Flattern halte LT. Weise sie auf... Ach so, ja, weiß ich doch. Hatten wir auf B, ne? Ah ja, schau mal an. Ach cool, wir können damit schießen. Und... Das ist ja sehr weird. Naja, auf jeden Fall. Wahrscheinlich brauchen wir das auch gleich. Ja. Wahrscheinlich müssen wir da was anzünden, oder? Ich kann es mir zumindest so vorstellen, so. Ja, Tatsache. Oh. What the fuck? Was ist denn da passiert? Das ist einfach eine Falle. Okay, es wird langsam wärmer hier. So macht man das also. Frage ist, wie soll ich denn da hochkommen? Hm. Nope. Interessant ist das schon. Das dachte ich mir. Wie komme ich denn wieder hier raus jetzt? Nee, hier kann ich nicht festhalten. Ah ja, es reagiert sogar darauf. Alles klar. Nee, ich wollte gucken. Ach, wie cool. Dass es wirklich so geht. Oh, jetzt habe ich es komplett ausgemacht. Mhm. Okay, ich verstehe es. Man muss die Flamme da reinbringen. Aber ich frag mich was. So. Ich teste mal was aus. Ah, das wollte ich gar nicht. Also ich muss wieder ausmachen. So, und zwar möchte ich jetzt gerne das Ding haben. Warum bist du jetzt noch an? Ah, jetzt da. Ich war gerade echt verwirrt, ne? So, nee, nochmal. Das ist richtig cool. Nee, es geht nicht so hoch, alles klar. Ja, natürlich. Muss ich mich schon heilen hier. Zack. Zack, perfekt. ja, aber wie soll ich denn, was soll ich denn hier machen jetzt? Was bringt mir denn die Wärme? Ich komme ja auch nicht mehr nach oben, soweit ich weiß, ne? Ne, wie denn? Echt eine gute Frage, ich habe eine Idee. Nö. Ja, was? Hier geht's ja auch nirgends weiter. Also bin ich hier jetzt eigentlich gefangen oder was? Also da sind ja Splitter, das ist ja wohl kaum. Ich mach mal nochmal flattern. Ich kann mir vorstellen, dass ich halt das aktivieren soll und dann nochmal mit diesem Bauröhre sprechen. Mach ich jetzt auch mal so. Hallo? Er hat ja gesagt, es ist irgendwie zu kalt und so ist ja nicht mehr zu kalt. So, lass mich mal hier hoch. Nein, das wollte ich nicht. Nicht so viel vor allem. Ah, jetzt, ja, mach. Ich wollte nur hier rüber. Jawohl. Okay, ich glaube nicht, dass man da hochkommen soll so, aber naja. Na, was sagst du jetzt? Immer noch nichts, aber es ist doch warm. Naja, ich denke mal, es hat jetzt auf jeden Fall irgendwas ausgelöst. Hier muss ja. Ich habe sonst wirklich keine Ahnung, wo ich weitermachen soll. So, ja. Ich habe was gerade gesehen. Kann ich jetzt hier was mitmachen? Oder wahrscheinlich kann ich mich jetzt hier dranhängen, oder? Ah. Ja, klar. What the fuck? Nein, nicht ganz nach unten. Okay, ja, aber perfekt. So wie ich es mir dachte. Bloß irgendwie, ich wusste nicht, dass das Pflanzen sind. Aber naja, jetzt wissen wir es. Will ich einfach die Zunge da raushängen lassen. Ah ja, ich warte einfach mal. Da wird ja auf mich geschossen. Ja, geil. Von wo soll ich das jetzt wissen?
Mach nochmal. Oh. Ah nein, nein, das war richtig so. Oh mein Gott, so komme ich an das Gelbe. Nicht so rum, aber so rum. Perfekt. Oh fuck, ja, dachte ich mir. Sorry für die Aussprache. Geh jetzt zuerst hier längs. Weil ich irgendwie glaube, dass es hier weitergeht. Ich kann hier gar nicht ins Wasser. Okay, hier hat sich, glaube ich, gar nichts geändert, oder? Oder? Ja. Ah, hier muss auch Feuer hin. Ja, wie soll ich denn das hier platzieren? Hm. Sehr schön. Ey, ich glaube, ich mache hier gerade alles falsch. Aber naja, wow, hier ist voll die XP-Farm eigentlich. Ah, jetzt gehe ich mal lieber. Okay, also hier geht es immer noch nicht weiter. Ich muss mich mal kurz wieder heilen. Aber mega cool. Ey, hier gibt es schon wieder eine ganz andere Sache, macht man hier. Als beim letzten Mal. Ah, so soll man hier eigentlich hochkommen. Okay. Ah, das wurde jetzt nicht mal gespeichert. Das ist ja fies. So, und jetzt aufpassen. Aber hier geht es nicht weiter. What? Als ob. okay, aber dann ist der Bereich jetzt zumindest schon mal abgehakt. Nein. Nein, was machst du, Ori? Oh mein Gott. Ah, ich vergesse immer, dass ich das ja auch machen kann. Jedes Mal aufs Neue. Der schießt halt mit Eis, das finde ich auch so cool. So, jetzt gleite ich. Also da komme ich nicht weiter, weil hier diese Barriere ist. Deswegen muss ich eigentlich hier irgendwo weiterkommen. Ja. Hier hoch. Stimmt's? Wahrscheinlich. Aha, und wir haben jetzt wirklich nur eine bestimmte Stelle freigelegt. So, und hier mache ich jetzt wahrscheinlich ein bisschen Feuer, oder? Nee, das Tor auf, alles klar. Ja, dann tu das doch. Ah, das ist ein cooler Mechanismus. Übrigens wollte ich euch noch was erzählen. Ich war jetzt tatsächlich hier in der Brunnenquelle. Und hier unten ist noch ein Bereich, aber da muss man auch irgendwo einen Schalter umlegen und ich habe echt keine Ahnung wo. Dann öffnet sich ein Tor und oh mein Gott, so soll man es nicht machen. Und dann, ja, kriegen wir da die 100%. Ich bin schon mal froh, dass ich weiß, wo es ist. Jetzt muss ich noch rausfinden, wie man es macht. Und dann haben wir zumindest im ersten Dungeon die 100%. Nein, oh Gott, was mache ich denn? Ah, es ist so ungewohnt, das nicht ausgerüstet zu haben. So, reicht erstmal. Ja, hier geht's ja wie gesagt nicht. Das heißt, wir müssen, nein, hier links. Ich glaube, da rein. Ja, alles klar. Hallöchen. Nein, ich brauch dich. Verdammt, zu spät gesehen. Ich hoffe, so geht's auch. Jawohl. Okay, dann da oben ist nochmal was. Aber da komme ich so nicht hin. Aber wahrscheinlich muss das dafür, jawohl, im Moment mit Triple Jump kriegt man ja vieles hin, was man noch nicht hinbekommen sollte. Ja. Ah, nee, aber ich sehe schon. So, aber hier geht's rein. Ah, perfekt. Hi, Lupo. The fuck? Willkommen im Winterland. Die Eiskälte hier in der Bauspitze macht mich brüchig. Hast du je eine Karte zerbrechen sehen? Nun ja, ich auch nicht. Gestern eine fallen ließ. Die Splitter waren so scharf wie Glas. Möchtest du diese gefrorene Gefieder für 250? Ja, verbindlichsten Dank. Also ist die jetzt nicht vollständig oder was will er mir damit sagen? Ah doch. Ah ja. Oh, wow, was, wo geht's denn hier längs? Ach, hier ist... Wir sind jetzt schon im Dungeon oder was? Warum braucht man dafür einen Schlüsselstein? Okay. Also man sieht, es kommt noch recht viel. Oh, wir sind gleich bei einem Teleporter. Ich glaube, ich mache hier so eine Runde. Oh, und wir kriegen heute eine neue Fähigkeit, wenn ich mich beeile. Wo? Ja, das sollten wir sowieso hinbekommen. Okay, verbindlichsten Dank sage ich auch mal. Ich nehme sie gerne. Ah, ne, ich komme da hoch noch gar nicht. Heißt, wir müssen nach unten. Oder? Ja. Alles klar. Dann let's go. Ah ja. Ah. Hi. Ah, der macht das gar nichts. Der wird stark sein, ja, dachte ich mir. Und genau, das bringt auch nichts. Das, what the fuck? Was soll ich gegen den machen? Ah ja, okay, drüber springen.
Am besten sogar von oben, glaube ich. Ja, aber dann weiß er nicht wie rum und dann... Oh, er ist dagegen gelaufen. Sehr gut. Dann den Windstoß. Nein, wo schießt denn du hin? So, hier. Reicht das? Nein. Also da ist Eis, das muss man bestimmt auch so wegmachen. Das macht ja auf jeden Fall Sinn. Bitte, bitte, bitte. Ah, wieso? Wie? Hä? Nein. Ja, also so geht das nicht. Nein, aber so. Aber so geht es. Kann ich auch nach unten einen Windstoß machen? Nein. Okay, aber so funktioniert's. Ja, perfekt. Und dann schmilzt das Eis. Genauso wollte ich das Eis, ob ich jetzt da... Nein, jetzt muss ich das nochmal machen. Oh wait, wo bin ich? Kacke. Ja, der ist jetzt wieder da. Nice. Ah. Nein. Wie soll man den über den? Hä, WTF? So, jetzt stirbst du aber. Nein, oder auch nicht. Aber von oben ist echt eine gute Taktik gegen den. Der ist halt doch One-Shot. Willst du mich verarschen? So, jetzt da. Jetzt heile ich mich diesmal, bevor ich da nochmal was mache. Man weiß ja nie, ne? Oh, ich habe sogar geschossen anscheinend. Mal schauen, wie viele Tries ich brauche. Oh ja, das ist gut gewesen. Ah, nein, nicht dein Ernst. Ich habe es doch nicht ernsthaft. Aber vielleicht bin ich jetzt drin? Ja, passt. Sehr schön. Jetzt bitte ohne Damage, danke. Mal schauen, was kriegt man dafür? Einen kleinen Bonus. Ja, ja, okay. Das Ding ist halt, das wird halt auch noch auf der Karte eingezeichnet, also schwer war es nicht. So, und jetzt kümmern wir uns mal darum, wo muss ich hinschießen? Darüber! Wie soll das denn funktionieren? Hä? Naja, wir probieren es mal, ne, aber... Ich wüsste jetzt nicht unbedingt, wie ich das machen sollte. Ja, so schnell bin ich ja nicht. Ah, vielleicht muss ich das Ding anschießen, diese Pflanze. Das wäre so eine Idee. Nö. Hä? Wie ist das denn möglich? Das, da muss ich... Ja, vielleicht ist es gar nicht das. Vielleicht war das wirklich nur für den Bonus. Und warum komme ich da runter, aber komme ich auch irgendwie nicht? Und hier ist das Gerücht. Wiederaufbau der Lichtung. Ach so, nee, okay. Ja, ich gehe jetzt erstmal weiter, aber die sind so nervig, diese Gorlek. Ich dachte, die leben in der Wüste übrigens. Und nicht hier. Ah, kann ich dich nicht irgendwie stunnen oder so? Ah, ihn juckt es irgendwie manchmal nicht. So, immer ausweichen und dann drauf. Ja, okay. Sein Muster ist nicht so schwer. Immer zwei, dreimal angreifen. Ah, bis er blockt und dann wieder. Zack, und jetzt da. Perfekt, okay. Das ist in Ordnung. Von der Schwierigkeit. Ich glaube aber, dass ich hier... Oh, ich kann hier rein. Ich glaube, dass ich schon auf jeden Fall was verpasst habe. Oh, das ist sogar so ein Secret-Raum. Okay. Also beziehungsweise ich glaube doch, dass ich... So, das brauche ich. Tatsächlich das Feuer irgendwie hier hinbringen muss. Ich habe bloß überhaupt keine Ahnung wie. Weil hier ist noch alles gefroren halt, ne. Hier runter komme ich auch nicht, ne. Nee, da braucht man irgendeine Fähigkeit oder so. Denn da hoch bin ich, glaube ich, nicht gekommen, ne? Man kann es mal probieren, ehrlich gesagt. Vielleicht brauche ich eine Fähigkeit, weil ich check's nicht, wie das hier so weit gehen soll. Hallo? So. Und dann, auch wenn ich noch so hoch... Oh ja, so geht's. Aber als ob die das erwarten von einem... Nein, nicht in die Richtung. Nein, aber okay. Ja, lol. Als ob. Das hätte ich nie gedacht, dass man das jetzt so machen muss. Oh, falsche Richtung. Verdammt. Da tue ich mir keinen Gefallen. Ah, ja, das war zu schnell. Oh nein, oh mein Gott. Ah. Ja. Oh mein Gott. Das passt sogar. Nice. Okay, ich weiß nicht, ob man es so machen soll. Ich habe es halt jetzt so geregelt. So, und ich habe auch hier den Bonus. Okay, jetzt will ich nochmal was testen. Was mache ich eigentlich? So, bevor er mich nochmal frisst.
Ich wollte jetzt gucken, ob das Eis weg ist, aber es ist nicht. Wahrscheinlich soll man es auch so machen und jetzt erst da durchgehen, ne? Aber naja, ich habe es ein bisschen anders gelöst. So, perfekt. Okay, ich habe es kapiert nach kleinen Unannehmlichkeiten. Ich weiß wirklich nicht, ob das so gewollt ist. Aber hier komme ich doch jetzt trotzdem nicht weiter. Nö. Ich sage jetzt nicht, ich muss hier das Feuer hinbringen. Nee, das können die doch nicht erwarten. Ich muss irgendwie den Aufwind halt erzeugen. Wisst ihr was? Ich gehe jetzt erstmal zurück. Und mir fällt gerade noch was auf. Warum bist du jetzt wieder da? So, Moment, lass mich mal hier durch. Danke. Ich wollte testen, ob das ein Eisklotz ist, den man wegmachen kann. Anscheinend nicht. Okay. Warum bin ich gerade so hoch gewesen? Oh, wow. Ja, auf jeden Fall komme ich jetzt hier hoch. Das ist gut. Ah, und jetzt komme ich auch hier weiter. Okay. Also ich weiß nicht, ob ich das gerade auf eine Art löse, wo man sie lösen soll oder halt auch nicht. Wirklich, da habe ich jetzt nicht wirklich eine Ahnung. Was bringt mir denn dieser Raum hier? Aber hier Dings, der Typ mit der Karte wahrscheinlich, ne? Jedenfalls komme ich jetzt endlich hier hoch. Heieiei, so eine Falle aber auch. Dann dahin und dann nach oben. Perfekt. Jawohl, gut. Würde es sehr, sehr feiern, wenn er nochmal schießen würde. Ja, perfekt, er schießt tatsächlich. Nein, what the fuck, aber wie vor allem? Jetzt würde ich gern speichern, aber es geht ja nicht mehr so leicht, ne? So, und ab nach oben. Ich hab's verkackt, na super. Ja, natürlich. Wo noch überall hin? Ey, wie hab ich denn das hinbekommen? Ach so, eigentlich mit dem Typ, ne? Aber naja, so, ich brauch dich nochmal. Na klar. Was mache ich eigentlich die ganze Zeit? Meine Güte, halte ich doch da fest. Danke. Ah, hier gibt's einen Gorlek erst, okay. Also wirklich, ich stelle mich halt ein bisschen richtig blöd an mal wieder. Aber hey, wir sind erst einmal gestorben oder so und jetzt hole ich mir erstmal Leben. Ah, hier muss Feuer hin. Aber wie zum Teil? Hör mal, das schmilzt doch gerade, oder bin ich blöd? Nö, anscheinend nicht. So, ich habe ja genügend Energie, das kann ich mir leisten. Kann sogar noch mehr holen. Gut, dann heile ich mich mal full. Okay, also hier komme ich nicht weiter. Dann muss ich anscheinend nach oben. Ja, wahrscheinlich brauche ich da die neue Fähigkeit. Oh, kann Ori dann irgendwie so heiße Luft erzeugen? Das wäre mega cool. Aber mal schauen. Also es muss da oben weitergehen eigentlich, weil einen anderen Weg gibt's nicht. Jetzt komm her. Och, verdammt. Da war noch Eis. Jawohl. Okay, okay, okay. Ah, ganz ruhig hier, ganz ruhig. Danke. Oh, da ist Tok. Und da, ich weiß, ist denn da recht? Ja, egal. Ey, wir schauen einfach mal. Ist das jetzt eigentlich auch schon der zweite Dungeon, sag ich mal? Oder ist das noch keiner? Ich bin mir da wirklich gerade nicht sicher. Ach, cool, das wird's. Wow. Perfekt. Jawohl. Jetzt wird er mal gefressen. Okay, oh, ich bräuchte ihn aber. Oh Mann. Nee, da kommt ihr noch nicht durch. Ich glaube, ich weiß, welche Fähigkeit ich bekomme. Kennt man aus Trailern. Aber ich lege mich da mal nicht fest. Ja, ich brauche den Typ einfach, um da hochzukommen. Are you serious? Ich weiß nicht, wie weit man weggehen muss. Ich hoffe, das reicht. Och, schade. Ja, dann muss ich es wohl nochmal machen. Naja. Hallo? Aber wie man hier mit Gegnern spielen muss, ich weiß nicht, ob ich komplett falsch hier bin, muss ich sagen, dazu. Nein, das wäre so perfekt. Verdammt. Jawohl, ja, das sollte auch reichen. So, ich hoffe mal, der ist jetzt auf jeden Fall da. Triple Jump ist so geil. Und Frosch? Nein, ETF. Ah, Moment, Moment, ich habe eine Idee. Hier komme ich nicht durch, ne? Okay. So, Tok, I'm ready to go. I'm ready to come to you. Ja, perfekt. Als ob der sogar hier rumfliegt. Hast du das gesehen? Schon fast anmutig, wenn man sich aus sicherer Entfernung betrachtet.
Shriek hat erst oben gejagt, nachdem der Wind so eisig wurde. Ich bin ja auch selbst ein Wanderer, aber ich bezweifle, dass der Vogel die Spitze nur aus Neugier bestreift. Vielleicht ist diese Eisnöde immer noch schöner als ihre Heimat. Brrr. Okay. Vielen Dank. Schaut auf jeden Fall mega schön aus, der Hintergrund schon wieder. Ah ja, Feuer. Mal schauen, wie viele Jahrhunderte ich diesmal das machen muss. Hi. Achso, stimmt, wir haben ja gesagt, wir kennen sein Angriffsmuster. So. Also ich weiß nicht, ob das die beste Möglichkeit... Wow, ich war zu früh. Zack, jetzt darf ich nicht... Da darf er nicht näher kommen. Aber ich glaube, er kommt jedes Mal näher. Wir hatten etwas Schiss. Also habe ich nicht mal einmal Okay, er trifft mich. Das ist nicht so geil. Nein, ich gehe nicht an so einem Gorlek down. Wirklich nicht. Wisst ihr was? Ich mache jetzt die OP-Taktik. Ich weiß nicht, ob es funktionieren wird. Ja, Tatsache. Hallo, könnt ihr mal schießen? Ah, das ist so nice. Komm her. Komm doch. Oh, One-Shot, serious. Hä? Ich treffe ihn einfach nicht. So, jetzt da. Nein, oh verdammt, so viel Energie verschwendet. So, wo ist denn das Feuer? Hä? Und irgendwann komme ich anscheinend unter Wasser auch, okay. Also vielleicht bin ich hier noch nicht so ganz richtig in dem Dungeon, muss ich sagen. Aber egal, wir bleiben jetzt hier und machen den, weil wir sind jetzt schon weit vorangekommen. Ah, hier ist das Feuer, alles klar. Okay, aber ich muss auf jeden Fall erstmal das Eis loswerden. Ja, beziehungsweise, oh wow. Hä, wie sollen wir das denn ohne Verletzung schaffen? Ah, okay, geht sogar. So, jetzt muss ich mit dem zusammenarbeiten. Jawohl. Eigentlich war es gar nicht mal so schwer. So, hier bin ich ja safe. Oh, hier ist auch nochmal ein Gorlek-Erz, okay. Mittendrin einfach in der Plattform hier. Oh Gott. Nein. Hier rein. Oh mein Gott, wie gut ist das denn versteckt? Ah, es gibt aber auch zwei Eingänge, okay. Ein Gorlek-Erz. Wie viel habe ich jetzt? Ich weiß gar nicht. Möchte ich mal kurz nachschauen. 20 von... Wow, die Hälfte. Krass. So, jetzt heißt der Typ da oben ganz schön nervig. Bestimmt. Wie soll ich denn das machen? Naja, ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal das Feuer. Das ist, denke ich mal, am besten. Bitte triff. Ah ja, okay. Das heißt, man muss auf dem Baumstamm stehen. Das geht ja noch von der Schwierigkeit. Vorher, ich weiß echt nicht, ob man es so machen sollte. Aber es hat funktioniert und wir sind hier, also... Denke ich mal, passt das. Als ob er jetzt dadurch... Achso, nee. Ich voll so angehört, als würde der Typ schießen. Hallo? Ich dachte jetzt schon, das despawnt, ne? Bitte! Nein! Okay, ah, hier sieht man sogar den Eingang auch zu diesem Gorlek-Erz. Aber mein Eingang war sogar einfacher zu sehen, finde ich. Okay, ja... Also mal schauen, ob wir heute die neue Fähigkeit bekommen. Würde ich sehr begrüßen. Und ich vermute mal wieder was. So, und jetzt ein bisschen höher. Ja, das muss passen. Perfekt. Okay, dann hole ich mir erstmal den simpelsten Schlüsselstein ever. Ah ja, und ich sehe schon, was man hier machen soll. Nein, geh weg. Sehr schön. Hallo, was wollt denn ihr jetzt hier? Ja, was bringt mir denn das hier zu sein? Ah, so komme ich zum Schlüsselstein. I see. Eieiei. Und zurück komme ich schon so. Oh mein Gott. Okay, sehr gut. Es geht ja irgendwie voran. Ah, das ist jetzt Wasser. Ja gut, dann ist das ja simpel. Einfach dran klettern und fertig. Ja. Damit haben wir vermutlich alle. Und an sich ja auch alles. Oh, ist das schön. Überall lassen wir das Wasser fließen. Ah, die Frage ist, ob mir das zu kalt ist. Mal schauen. Nö, scheint nicht so. Okay. Sehr gut, dann kommen wir hier ja ohne Probleme durch. Ah, hier komme ich gar nicht durch. Okay, dann zurück. Warum bist du schon wieder da? Ist Respawn zu schnell, meine Güte. So, die Frage ist noch, warum kann ich hier rein? Hat der irgendeinen Sinn? Anscheinend nicht. Kann ich den nicht? Ich kann immer noch nicht angreifen, ne? Ich schwimme einfach mal durch. Warum nicht? Okay, hier ist aber tatsächlich gar nichts. Und wir können jetzt... Ach, WTF, wie komme ich denn daran? Naja, wir können auf jeden Fall weiter. Ah, jetzt kommt auch die Fähigkeit. Dachte ich mir eben.
Okay, sehr gut. Freue ich mich. Ich denke mal, darunter muss ich dann auch nachher nochmal gucken. Ja, man sieht schon, die Bäume sind ja immer episch platziert. Ne? Also wirklich. Ah, doch, was ist das denn da? Moment, das muss ich jetzt kurz mal checken. Ein Haus? Hier ist ein Haus mitten auf der Bauspitze. Schauen wir da mal rein. Ah, verlassen. Nee, muss gar nicht sein. Was ist denn da rechts? Ein Splitter, glaube ich. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Okay. Ich weiß noch nicht, wie man, wo da ein Schalter sein soll. Aber naja, wir gehen raus. Ich werde dann nochmal hier den Baum hoch. Ich weiß, ihr wollt die Fähigkeit. Ich will sie auch. Aber ich wollte mich jetzt kurz noch umschauen. Oh. Oh. Wow, man sieht ja nicht mal was. So, jetzt kann ich meine Energie mal auffüllen. Kann ich gleich mal ausnutzen. Moment. So, und jetzt Licht absorbieren. Mal schauen, was bekommen wir? Lichtstrahl. Drücke, halte LT und dann... Ah ja, zuzuweisen. Feuerkugel, um alle mögliche zu schmelzen. Ah, wir können jetzt Eis schmelzen. Okay, das habe ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Aber okay, ich glaube, wir müssen jetzt sowieso mal umrüsten. Nee, ich will erstmal das auf B, das auf X und das auf Y. Oh cool, wir können einfach selber Feuer schießen und oh mein Gott, wie viel Energie braucht denn das? Jetzt kann ich aber gar nicht mehr angreifen, fällt mir gerade auf. Okay, dann Flamme und du löst dich immer selber aus. Vielleicht muss ich da was mit dem Feuer machen. Als ob. Hey, wie cool ist das denn? Wir können jetzt einfach selber Feuer schießen. Wir sind nicht mehr drauf angewiesen. Ich kann mir was denken. Moment. Richtig? Ja, perfekt. Okay. Ein mysteriöser Samen. Ja, perfekt. Wir haben die zweite Samenquelle. Die zweiten Blumen, die wir in der Lichtung einpflanzen können. Die ersten waren ja die, wo wir uns immer dranhängen. Ne? Oh, hier fehlt uns noch ein ganzes Stück. Mir ist gerade wieder aufgefallen, ich kann ja gleiten, deswegen werde ich jetzt nochmal probieren, hier rumzugehen. Ah, gut. Einen großen Unterschied macht's nicht. Oh, habe ich Muster hoch. Serious? How? Ah. Von oben sollte ich's machen, ne? Hm. Oh, wow. Das war nicht so geplant, aber hey, es hat geklappt, deswegen why not? So hoch kommt man doch niemals. ETF. Naja, dann gehen wir jetzt erstmal woanders hin. Aber hey, wir haben eine neue Fähigkeit, nämlich die hier. Und jetzt können wir alles selber schmelzen. Nutze LB, um mit geladenem Lichtstrahl größere Höhen anzuwenden. Ja, weiß ich doch. Aber wenn das jetzt nicht geklappt hätte, ne? So, und hier ist nur ein bisschen Energie. Alles klar. Würde ich das nochmal mitnehmen? Ja, aber wie kommt man an dieses Gorlek-Erz ran? No joke. Beziehungsweise, wie soll man hier auch wieder hochkommen eigentlich, als Ori? Ohne Triple Jump. Gute Fragen, ne? Frage ist auch, ob ich das hier in den Rand setzen kann. Theoretisch ist es Holz, aber ich probiere es lieber nicht. Geht denn hier schon wieder ab mit der Musik? Ist die Frage gerade. Ah, okay, von dort geht's. Auf jeden Fall geht's von dort. Ich bin mir sicher. Verdammt, man muss bis zum Grünzeug. Das ist schon viel. Man darf nicht zu weit sinken halt, ne? Ich frage mich auch, ob ich es irgendwie da hoch schaffen kann. Ja, ich denke schon. Jawohl. Ja, jetzt soll es nicht mehr so schwer sein. Und hier. Und zack. Ja. Vielleicht soll es sogar so geregelt sein. Ich weiß es nicht. Mir geht es nur darum, dass wir das Gorlek-Erz haben. Und ich glaube auch dieses riesen Plateau hier abgeschlossen haben damit. Ich glaube, das ist auch ein guter Abschied für den heutigen Part. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder aus der Bauspitze. Wenn wir wahrscheinlich den Rest hier erkunden. Und vielleicht sogar schon nach ganz oben kommen. Wer weiß, wer weiß. Wir sehen uns. Bis dahin und habt noch einen traumhaft schönen Tag.